Ja, es hat halt nichts gebracht. Ich sehe ZFB-Stern mal 3 Schritt weit. Ihr seid Mal allein. zwei. Weiß, der Zauber hat geklappt und ihr seid allein. Ja, wir sind allein. Hier nichts zu befürchten, zumindest nichts, was ich sehen kann. Frosty, ich habe mal eine Frage, und zwar zur Wahrnehmung, bevor und nachdem ich den Guardianum gewirkt habe. Haben wir eigentlich alle drei dieses Schlurfen gehört? Oder war das nur Boltax? Habe ich irgendwelche komischen Geräusche gehört, nachdem ich den Guardianum gewirkt hatte und wir Nee, darum hast du getapert nicht. sind? Da waren keine Geräusche mehr. Aber davor habe ich sie gehört. Wo hast du sie gehört? Okay, das ist eine wertvolle Information. Nun, meine Freunde, es scheint so, als ob es tatsächlich sich um ein dämonisches Phänomen handelt. Denn nachdem ich meinen Zauber wirkte, bemerkte ich keine seltsamen Geräusche mehr. Ich denke also, dass irgendetwas in dieser Umgebung unsere Sinne verwirrt. Dafür würde auch das sprechen, was mein Zauber gezeigt hat. Und ich sehe zumindest kein Lebewesen hier. Also, wie machen wir jetzt die Dämonenspinnen tot? Die Sache ist die, wir wissen noch nicht einmal, ob es Dämonenspinnen gibt. Oder ob, eigentlich, diese Haare haben wir ja immer noch in der Hand. Doch, die scheint es dann also zu geben. Sie Die scheint müssen dann. zumindest materiell zu sein. Richtig. Nun, wir könnten sie selbstverständlich jagen. Unter dem Guardianum sind wir geschützt. Wollt ihr euch wirklich in der Nacht vom Lager entfernen? Naja, weil wir sprechen nicht von wollen, aber könnt ihr die gesamte Nacht hindurch einen Guardianum aufrechterhalten? Nein, ist das überhaupt notwendig? Nun ja, ihr habt doch gesehen, was aus diesen Veteranen wurde, dass sie alle eingesponnen wurden und euch hat man, wir haben euch hier doch schlafen gesehen. Also, euch hätte ja sonst was passieren können, wenn wir nicht schnell zurückgekommen wären. Ich halte es trotzdem für keine gute Idee, in der Nacht auf Spinnenjagd zu gehen. Zudem dieser schlafende Elf hier uns bindet. Ach ja, der Elf. Sagt mal, Boltax, habt ihr nicht vielleicht irgendwelche nützlichen Rituale, irgendwelche Schutzkuppeln oder Ringe oder so etwas? Um was zu tun? Naja, um uns vor dämonischen Einflüssen zu schützen. Prinzipiell gegenwärtig nicht, nein. Carino, könnt ihr denn nicht was? Ich meine, ihr seid ja nicht umsonst Geweihter geworden. Nun ja, aber ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Wir haben Feuer, wir haben einen Wald, Könnt wir ihr haben nicht so eine Art. Dämonenlager. Nein, das nimmt eine ganz falsche Richtung. Ich meine Es jetzt ist eine Möglichkeit. nicht den Wald in Brand stecken, sondern irgendwas mit eurer, die Herren Raya um Hilfe bitten, dass sie uns vor Dämonen schützt. Könnt ihr sowas? Nun, ich könnte Raya erneut um Harmonie bitten. Aber der Doch. Priot hat doch mal so einen Kreis um sich gemalt und dann gesagt, wir sollen alle zu ihm kommen, weil die Dämonen kämen da nicht rein. Könnte nicht auch so was? Oh Nein, ja, das wäre sehr das praktisch. oder, oh nein, Ist eher Kiaras. Pajas Ja, zugestimmt. aber ihr könnt doch so etwas tun, das unseren Geist stärkt und unsere geistige Widerstandskraft. Oh ja, das wäre hilfreich. In der Tat. Das Dann kann würden ich wir nicht einmal. allerdings nicht sehr lange und nicht auf viele Personen. Außerdem muss ich euch warnen, dass solange wir uns in diesen Landen aufhalten, ich denke, ich werde nicht viel auf Rajas Hilfe mich verlassen können. Ja, das ist suboptimal. Also, da wäre es doch richtig wichtig jetzt gerade, die Hilfe. Nun ja, zumindest bis wir diese Spinnen erlegt haben. Es sei denn, Boltax, ihr könntet vielleicht einen Elementargeist dazu bitten, auf diese Spinnenjagd zu machen. Immerhin ist das doch das Revier des Großmütterchens. Das ist richtig. Das Problem ist nur, wenn ich einen Geist beschwöre, kann er sich nur eine gewisse Entfernung vom Ort der Beschwörung entfernen. Und deshalb wird er wohl auch keine Jagd auf die Spinnen machen Aber er können. würde uns beschützen, während wir schlafen. Das ist richtig. Aber die Frage ist, und das ist die wirklich relevante Frage, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spinnen habt ihr gesehen, Aronia? Mindestens drei, glaube ich. Mindestens drei.
weiß nicht, inwieweit ein Geist, den ich jetzt mit meiner Kraft noch beschwören kann, uns hier helfen könnte. Aber würde der Geist, denn ich, sagen wir mal, der Geist wird angegriffen von den Dämonenspinnen, macht er da nicht irgendwas, dass er euch das sagt, hey, ich werde angegriffen? Kann ja, er sowas? In der Regel schon, aber ich schlafe ja. Also er könnte mich wecken, das wäre möglich. Könnten wir nicht einfach, ihr bleibt jetzt die Nacht lang wach und dann schlaft ihr morgen im Karren? Auch. Das dürfte funktionieren, ja. Also was Besseres fällt mir zumindest nicht ein. Ich habe gehofft, dass sie sowas Gleiches können wie hier. Hier, der Priot, der konnte das ja auch. Aber wenn ihr das nicht könnt, dann... Ja, ich denke, das ist eher... Ja, dieses göttliche Wirken, das denke ich auch. Geweihten Kram. Deshalb hatte ich gehofft, Jaras könnte vielleicht so etwas, das, was der Priot gemacht hat. Naja, ihr seid ja auch ein Priester. Ja. Egal, wenn wir nicht... Geweihter ist nicht geweihter. Ja, natürlich. Wir wissen ja, dass... egal. Wenn wir aber uns nicht davor schützen können, müssen wir doch notgedrungen Jagd auf sie machen. Sonst machen sie Jagd auf uns. Das ist richtig. Aber... Nicht, dass ich was behaupten will, aber die Nebel sind Spinnen, sind doch Fallensteller, oder nicht? Ja, auf der anderen Seite dürft ihr nicht vergessen, die haben ihre Haare. Haare sind ein recht potenter Fokus in der Magie, das heißt, insbesondere Zauber, die auf ihren Geist wirken, wären für uns leichter durchzubringen. Könnt ihr da nicht einfach in deinen Zauber wirken, der der Spinne sagt, hey, komm hier hin? Ja. Natürlich. Dann mach das doch. Dann haben wir eine Spinne. Das Problem ist, damit gebe ich die letzte Menge meiner Astralkraft auf. Sage es nur im Vorfeld. Danach werde ich dann keine größere Hilfe sein, falls wir noch einmal einen Fluss oder ähnliches überqueren müssen. Ihr könnt selbstverständlich meditieren und zur allergrößten Not habe ich wohl noch einen Zaubertrank. Also ich weiß nicht, wenn ihr eine bessere Idee habt, können wir das natürlich auch gerne machen. Mir fällt nur nichts Besseres ein. Und jetzt mitten da in der Nacht in das Gebiet eines Jägers zu laufen, der sich auf Fallen spezialisiert, halte ich einfach für eine doofe Idee. Vor allen Dingen, diese Spinnen werden doch vermutlich, also ich weiß nicht, wie groß, also ich glaube nicht, dass sie so groß sind, dass sie den Menschen alleine gefährlich werden. Also die Augen waren schon ziemlich groß, also ich schätze sie auf 2 Schritt. 2 Meter, die Spinne. Natürlich. Vom Boden aus. Nun, ich sah nur ihre Augen. Und wenn man dies jetzt skaliert, vergrößert... Oh. Okay, gut, damit eingerechnet dürfte ich wohl nicht genug Kraft haben, um die Spinne gegenwärtig noch hierher zu rufen. Hatte mit einer etwas kleineren Spinne gerechnet. Ich dachte jetzt auch so maximal Hundegröße. Ja, ich dachte schon so, ein kleines Pony, aber nicht ausgewachsenes Pferd. Das ist jetzt nur eine Schätzung von mir, ob es jetzt ein Schritt oder 2 Schritte ist. Das macht eine Menge aus. Insbesondere die Gefährlichkeit der Spinne steigt dadurch exponentiell an. Es gibt auch giftige Spinnen, die sind sehr klein und sehr gefährlich. Sollte mal in den Dschungel gehen. Naja, aber mir als Zwerg machen Gifte ja jetzt nicht so viel aus. Ja, ist ja auch. Ich lenke uns schon wieder vom Thema ab, entschuldigt. Das ist richtig. Also, ich überlege gerade, was wohl am sinnvollsten wäre. Können die anderen Magier denn irgendwas, was hilft? Selbstverständlich, dieser Schutzzauber, aber. Nein, ich meine, um die Spinne umzubringen. Außer jetzt da draußen rumlaufen und sie jagen, meine ich. Nein. Schade. Wenn es sich um Geister handeln würde, könnte ich was machen, aber. Aber mir könnt ihr irgendwas machen? Ich fürchte nicht, nein. Also ist die beste Methode, ehrlich gesagt, abwarten und wir bleiben halt alle wach? Ja, ich befürchte. Das ist eine furchtbare, dumme Situation. Genau, okay, das Feuer benutzen. Ja, die Nacht wird sehr, sehr lang für euch. Ihr achtet auf jedes Geräusch, jedes Klicken, Klackern, Schlurfen, Stöhnen oder auch
das Winseln von kleinen Tieren. Ihr schaut nach Spinnen, nach Nebel, nach Netzen. Mit Kopfschmerzen könnt ihr dann sehen, wie wieder der weiße Ball. Kraios mal würde man nicht sagen, aber die Sonne geht wieder auf, weiß, gedämpft. Und auch der Elf regt sich das erste Mal wieder. Regeneration gebe ich euch trotzdem. Das, was ihr vorher an Wildnisleben ausgewürfelt hattet, das waren ja die 1W6-4 für die Grundmodifikatoren, also -2 fürs Lager. Da ist noch nicht der persönliche Platz bei. Der persönliche, wenn eure Probe gelungen war, wäre nochmal eine +1. Damit wäret ihr bei einer -3. Und ansonsten alles andere normal. Was macht der Tee nochmal, Isarun? 3W6 plus 2. Ah, perfekt. No, T, dann ganz normal. Der Elf wird, wie gesagt, auch wieder wach. Und ihr könntet dann im Verlaufe des Tages weiterziehen. Rumpeln. Guten Morgen, Tellora. Habt ihr wohl geruht? Bis auf die Dämonenspinnen war es eigentlich eine sehr geruhsame Nacht. Und dass ihr auf einmal umgefallen seid wie so ein Stein. Oder ja. So ein Brett, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Ich habe mich schlafen gelegt. Ich dachte, ihr schlaft nicht. Wie ich sagte, auch wir müssen ruhen. Und träumen, was das angeht. Aber ihr... Also träumt ihr. Ha, ich wusste es. Aber wir haben euch nicht wach gekriegt. Nun, natürlich nicht. Wie ich sagte, ich ruhe. Ist das jetzt so ein Elfending, das ich nicht verstehe, Isarun, oder bin ich einfach nur zu blöd, um zu verstehen, was er sagt? Das ist irgend so ein Elfending, glaube ich. Gut, Elfending. Ich glaube, er hat egoistischerweise einfach sich hingelegt. Und uns die ganze Arbeit machen lassen. Na, der Schlauste scheint er ja nicht zu sein. Ein Faulelf sozusagen. Ja, ein Faulelf. Ein Fell. Kennt ihr zufällig Dämonenspinnen? Nebelspinnen? Zeig ihm doch mal die Haare. Vielleicht kennt er das sowas ja. Frage, Tierkunde? Kannst du gerne würfeln. Kurzer Hinweis von mir, wenn ihr eine Regeneration -4 habt und ihr würfelt eine 1, wie beispielsweise bei Isarun, es gibt keinen Schaden, es gibt einfach keine Regeneration dann. Als Hinweis. Nicht so gut gelungen. Ja, Spinnen kennst du natürlich auch in allen Formen und Größen und sicherlich auch mal runde groß, aber von Nebelspinnen weißt du in den Reichsforsten nichts. Mir hätten ja gerade die Haare vor, habe ich das schon mal gesehen? Das sind definitiv Spinnenhaare in größerer Ausfertigung, ja. Die Tierart sagt ja aber auch nichts, noch nicht gesehen. Nun, das sind tatsächlich Haare von irgendeiner Spinne. Ihr solltet vorsichtig sein, wenn sie grün werden, können sie unbequem werden. Grün sind. Ja, könnt ihr einschätzen, wie groß die Spinne ist, wenn ihr die Haare seht? Könnt ihr einschätzen, ob die Haare grün sind, wenn ihr die Haare seht? Seid ihr etwa nicht, also seht ihr hier Farben in dieser Welt? Nein. Ja, dann danke für den Tipp. Das ist wieder so ein Elfending, Isarun. Ja, ich beginne zu lernen, dass es viele dieser Elfendinge gibt. Ja, es scheint so. Vielleicht riecht er ja Farben. Nun, das sind ziemlich lange Haare. Entsprechend wird wohl auch das Tier ziemlich lang sein. Könnt ihr eine Angabe machen in Schritt? Ein Schritt, zwei Schritt, sieben Schritt, 38 Schritt. Nein. Ihr seid fürchterlich hilfreich. Danke sehr. Ich glaube, das meint er umgekehrt. Also, dass ihr eigentlich überhaupt nicht... Voltax, erklär ihm nicht das Menschending, das versteht er eh nicht. Warum sollte er es denn sonst sagen? Das wäre doch sehr unehrlich. Ja, bitte. Aber ihr... Wollt ihr ihm nicht erklären... wie Raphim manche Sachen meint. Ich glaube nicht, dass Elfen so etwas wie Sarkasmus kennen oder Spott. Es ist ja nicht Spott, ich bin einfach nur freundlicher, indem ich nicht sage, was ich denke. Das ist ein, hab das als Verbesserung meines Verhaltens aufgenommen. Und wenn ihr nicht sagt, was ihr denkt, wie könnt ihr dann denken, was ihr sagt? Das macht keinen Sinn. Ich krieg noch mehr Kopfschmerzen. Können wir jetzt abreisen? Ich schließe mich da Spogelsen an. Isarun, ihr kennt doch sicherlich den Silenzium. Also, wenn er zu sehr nervt. Ja, dann könnt ihr wieder... Ach, hervorragende Idee. Wir sollten jetzt ein Lager abbauen.
Ja, ihr könnt dann rumpelnd und humpelnd über die von Subu gesegnete Landschaft reisen. Und nach einigen Meilen, die ihr dann durch den Wald gezogen seid, auch wieder auf eine kleine Straße treffen, die dann irgendwann zu der Reichsstraße wird. Wenn ihr dann von der niedergebrannten Reichspreiusabtei auf den Weg in Richtung Osten dann einschwenkt und von hier aus wieder nach Norden ziehen. Im Süden habt ihr dann wieder irgendwo die Stadt Kaiserhain, die ist wohl dann auch wieder ausgeschildert mit Wegweisern. Im Norden liegt dann Neuzoll, Perz und vor allem auch Werheim bzw. Inferno. Auch hier ist der Wegweiser wieder umgeschrieben. Nach einem halben Tag erreicht ihr Neuzoll. Das ist sowas wie der kleine Bruder von Altzoll, was auf der anderen Seite des Schwarzen Walds liegt, an den Schwarzen Landen das erste Territorium von Rassasor markiert und was wohl ein neues Wehrheim ist, zumindest den Gerüchten nach. Ein Wehrheim, weil es auf der anderen Seite des Walles liegt und dort dann zur Befestigung ausgebaut wurde. Hier allerdings Neuzoll, nur ein kleines Dorf, ehemals 30 Einwohner, wenige Häuser, die verlassen sind. Ihr könnt vor allem dann auch an den Straßenrändern hier und da mal tote Pferdeleiber erkennen, tote Söldner, die dann hier liegen, von einigen heraldischen Symbolen her, also vielleicht jemand, der auch auf der Schlacht bei Werheim auf der Mythra als Feld stand. Zumindest von den Bannern her. Umgestürzte Kutschen könnt ihr erkennen, Holzkarren, veränderte Pferde, wie gesagt, ausgebrannte Weiler, die dann hier euren Weg säumen. Mit jeder Götterstunde werden es mehr. Und dann könnt ihr vor euch in der Dunkelheit aufragen sehen. Über euch steht zwar die weiße Scheibe, aber ihr könnt nicht mehr so viel Helligkeit dann auch wahrnehmen. Aber dann vor euch, als der Weg nicht mehr so hügelig wird und die Bäume sich etwas lichten, könnt ihr nicht nur vor euch Perz erkennen, eine kleine Siedlung mit grob ehemals 40 Einwohnern und daneben auch die runtergebrannte Ruine, den Corvinstein, sondern auch Inferno. Ihr spürt es zuerst. Ein unheimliches Dröhnen, was unter dem Boden entlang geht, sich in eurer Brust festsetzt, wie ein falscher Herzschlag. Als ob dort irgendwelche schweren Maschinen arbeiten, von Zwergen. Dann könnt ihr trotz der großen Entfernung zu Werheim, zu Inferno, die Schreie hören. Feuer, schwarzes Feuer, was dort lang lodert. Lichter, Rauch. Das Leben steht hier ganz stark im Kontrast, chaotisch im Kontrast zum Tod. Auch die Zeichen, die Sumu hier in die Waldlandschaft geschlagen hat, werden stärker. So stark wie der Untod wird, so stark wird auch das Leben. Ganz interessante Erfahrung. Und auch die Tiere werden wieder mehr. Vor allem dann eben auch im Westen, nicht so sehr im Osten. Und so steht hier grob in Entfernung 10 Meilen, vielleicht sind es noch 8 Meilen, die ihr dann zu Perz habt. Könnt ihr aus der Entfernung noch erkennen. Die Hälfte des Tages ist angebrochen. Corvinstein könnt ihr erkennen. Werheim. Oder das, was davon übrig ist. Was wollt ihr tun? In diese ehemalige Stadt sollten wir nicht hinein. Wir sollten noch mal ruhen, bevor wir uns der ganzen Scheiße, die uns da vorne erwartet, beschäftigen. Es sieht so grauenhaft aus da unten. Seid ihr sicher, dass wir dort hinein müssen? Das sagte ich doch gerade, nein. Und ich meine... Also, wir wollen nicht. Er meint wer? Den gesamten Landstrich. Nun, wir wollten jetzt ja unbedingt diesen Drachen stellen. Wichtig, und... Ich dachte, ihr seid auf dem Weg, um diesen Freund von euch zu befreien. Der dort ist. Ja. Aber ist der nicht hier vorne? Der ist doch in der Festung, oder nicht? Oder ich gehe doch davon aus, ja. So wie wir es gehört haben. Außerdem hat jemand hier am ersten Ronra ein Duell mitten in den... was auch immer das jetzt hier heute ist. Ich hoffe, Kia... Quatsch. Jana ist pünktlich.
Och, ich denke, er wird seine Prioden schon dahin peitschen. Aber wir sollten uns jetzt trotzdem nochmal in den Wald zurückziehen, bevor die uns von da hinten irgendwo entdecken und uns ausruhen, bevor wir dann irgendwie die Burg auskundschaften und da reinklettern. Mhm. Also ich weiß noch nicht so genau, wie wir das machen, aber da fällt uns bestimmt was ein. Irgendwie wird es auch schief gehen. Auskundschaften schon hin. Denke ich auch. Wir haben jetzt einen Elf. Der macht das schon. Ja, der kann sich bestimmt in ein Tier verwandeln und einfach mal reinfliegen. Aber warum sollte ein geflügeltes Tier in solch eine Festung fliegen? Ja, um sie auszukundschaften. Richtig. Du wirst nur mit allgemeinem Unverständnis und leichtem Kopfschütteln angeblickt. Nun vielleicht, um sich einen neuen Nistplatz zu suchen oder die schöne Aussicht zu genießen. Oder, nun ja, ich habe gelernt, dass Tiere besondere Formationen in Orten nutzen, um sich Wegpunkte zu merken, wenn sie irgendwo anders hinfliegen. Aber sagtet ihr nicht, dass es dort oben gefährlich ist? Ja, aber doch nicht für euch. Ihr seid doch ein kompetenter Elf. Nun ja, aber... Seht ihr, also alles gut. Zwerge. Seltsam. Ja. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine feste Unterkunft. Ich würde ungern in diesen Wäldern übernachten. Bestimmt gibt es hier ein Gasthaus. Ganz sicher. Ist doch bestimmt eine gute Idee, wenn wir in das Gasthaus zu dem Dorf gehen, wo wir in die Festung einbrechen wollen. Und vor allen Dingen so, wie wir aussehen. Boltax, was ein genialer Vorschlag. Ironie meinerseits hinsichtlich von Abelmirs Kommentar. Oh, ich bin positiv überrascht, Boltax. Das hätte ich von dir gar nicht erwartet. Ja, Zwerghumor ist sehr speziell. Ihr lernt sehr schnell. Ich bin begeistert. Ich dachte eher an viele Dinge zu verbergen. Auch uns. Das ist richtig. Wie wär's mit einem Forsthaus, wenn wir so etwas finden? Sicher, so eine Jagdhütte oder so etwas wird sich mit Sicherheit finden lassen. Wir sollten aber auf der Sumu-Seite gucken. Ja, definitiv. Sumu-Seite ist die beste Seite. Ja, es ist doch nun mal so. Ihr könnt es nicht leugnen, nur weil es euer kleiner Verstand nicht begreift. Außerdem macht es Boltax glücklich und er redet dann viel weniger und das macht Rafim glücklich. Lass uns doch einfach alle Rafim glücklich machen. Lass uns Rafim glücklich machen. Das endet nie gut. Was der Elf gesagt hat. Und dann gehen wir doch am besten erst einmal hier entlang. Wir folgen euch. Ich bin mir sicher, einer eurer Forsthäuser? Eine Hütte, aber ja. Eine eurer Hütten ist nicht allzu weit von dieser Straße hier entfernt. Ja, wunderbar. Und dann geht's auf die Suche. Ja, mit dem Karren rumpeln schlagt ihr euch kurz vor Perz noch einmal in die Wälder. Das, was davon übrig geblieben ist, und nach gut einer zweistündigen Suche könnt ihr auch eine kleine verlassene Karte finden, die ihr auch als Unterschlupf nutzen könnt. Eure Verletzung von dem Kampf mit den Skeletten und auch die nächtliche Erholung mit den Nebelspinnen waren wohl doch schwerer als gedacht, sodass ihr hier dann den restlichen Tag über noch bleiben könnt. Das Gesumme, das Geschnatter, das Dröhnen von Inferno könnt ihr weiter in der Umgebung vernehmen, auch wenn ihr selbst nicht nach draußen gucken müsst, um das zu spüren, aber ihr wisst, dass sich wohl ein zweites schwarzes Land hier bildet oder eben, dass es sich ausgebreitet hat durch den Todeswall hindurch über Apatien in die Finstermark, wie sie jetzt genannt wird. Und dieser Name stimmt wahrlich.